Ich krieg's auch bei Yobashas seltenen Büchern. Dann wiederum. Mich lässt die Versuchung nicht los. Das ist schwer zu beschreiben. Ich werde mein Bestes versuchen. Naja, sprich mich nicht an. Ich werde mein Bestes versuchen und vielleicht klappt es ja. Mal schauen. Telekinese wäre mein erster Gedanke in dieser Hinsicht. Das ist nicht weit genug. Warte mal, ich muss. Das hier ist doch gerade mal Originalreichweite. Wirkt der Telekinese-Spruch überhaupt? Nein, wieso nicht? Für 5 Sekunden. Bleibt in Bewegung. Das ist das Buch, das ich brauche. Ich versteh's nicht. Bug oder sowas? Okay, so geht's anscheinend nicht. Heißt, ich muss dich da wegkriegen. Was ist das? Das ist die Halle der Weisheit. Wisst ihr was? Wir haben ein Auge auf euch. Ihr hasst mich ja sowieso. Ihr hasst mich ja sowieso. Es bringt ja nichts. Ich mache mich. Und weg bin ich. Okay. Wir sind hier in Emerz. Das ist eine große Stadt direkt neben Vivek. Guckt euch an, was wir von Vivek bisher gesehen haben. Das ist mehr als das gesamte Gebiet um Seydanin herum. Speichern. Wie komme ich also am schnellsten zu Kaes Kossades? Rückkehr. Wollte ich eben nur nicht zaubern, weil meine Chance so gering ist, glaube ich, oder? Ja, seht ihr, 100%. Kann gut schieflaufen. Wie die Wolken am Schornstein vorbeiziehen. Und weg bin ich. Auftrag erledigt. Ich habe alle drei Leute befragt. Ich habe das Buch. Und meiner Belohnung steht demnach nichts mehr im Wege. Kaios, wo bist du? Komm her. Hätte Kaios nicht in die Ratstaverne ziehen können? Warum habe ich meine Markierung überhaupt immer noch in der Ratstaverne? Das ergibt doch keinen Sinn. Ich markiere jetzt einfach mal diesen Ort hier. So, Kaios Kossades. Hallo, wie geht es euch? Mir geht es gut. Und wie geht es dir? Ich habe euren Bericht und ich werde eure Notizen von Huleya sowie den Fortschritt der Wahrheit kopieren. Gebt mir Zeit, alles zu lesen und zu verarbeiten. In der Zwischenzeit ernenne ich euch zum Gesellen. Eure Arbeit ist gut. Und hier sind 200 Drachen. Kauft euch neue Schuhe. Nein, meine Stiefel behalte ich. Und nehmt Arbeiten von der Gilde an oder Arbeit auf eigene Faust, um eure Tarnung auszubauen. Oder macht eine Ausbildung. Und wenn ihr geübt und ausgeruht seid, dann kommt wieder her, damit ich euch neue Befehle gebe. Was hast du für Befehle? Ich bin noch nicht bereit. Ich habe es euch gesagt. Wir müssen, glaube ich, 3 Tage lang warten. Ruhen wir uns mal kurz aus. Quicksave war sowas von unnötig. Speichert ja sowieso. Denn ich glaube. In eurem Traum begrüßt euch eine Gestalt mit einer goldenen Maske. Es gibt viele Räume im Haus des Meisters. Seid unbesorgt, denn ich habe euch von euren Feinden erlöst. Es schien, als wäret ihr gestorben und könntet euch selbst auf einem von Kerzen erleuchteten Tisch liegen sehen. Aber als ihr die Gestalt mit euren Händen berührt, begann sie zu atmen und erhob sich vom Tisch. Dann verschwand der Raum und ihr wurdet vom grellen Licht geblendet. Dann seid ihr erwacht. Oh. Was war das? Das war ein Traum. Was habe ich hier? Wow. Mein Inventar ist mal wieder überfüllt. Ihr wisst, was das heißt. Auf zum Kriecher nach Caldera. Und ich noch weniger. Der Kriecher aus Caldera befindet sich in Caldera und da werden wir jetzt hingehen. Kenne ich euch?
Magiergilde. Natürlich. Was kann ich für euch tun? Kauft erstmal Seelensteine. Bist ja total arm. Hast noch nicht mal welche. Ich werde jetzt erstmal hier. Ich meine, das ist meine Gilde, denen vertraue ich. Sachen los, die ich ohnehin nicht mehr verkaufe, die ich nicht verkaufe, aber auch nicht dauernd brauche. Ba-ba-ba-ba-ba, haut ab. Na-na-na-na. Den Dolch verkaufe ich. Den Bogen brauche ich. Ich glaube, es gibt gar nicht so viel. Okay, das war ja mal sinnlos. Das Buch kann ich auch verkaufen. Okay. Ich grüße euch. Ich habe da äußerst viel hingelegt und wir können nach Caldera in das Haus Gorak, dieses Haus mit den Orks, mit dem Kriecher. Nun, was gibt es? Nichts. Ich werde keinen Diebstahl dulden. Denk also nicht einmal daran. Ah ja. Eure Schwierigkeiten mit dem Gesetz gehen mich nicht an, aber versucht euch ja nicht an mir. Denn wir sind ja im Moment im Prinzip gesucht. Wie hoch ist unser Kopfgeld? Ich habe hier mal wieder alles verschoben. Moment kurz. Nein! Ich wollte mich nicht platt drücken. 150. Das kann man aushalten. Wenn ich jetzt so schnell wie möglich zum Kriecher laufen kann. Bei 150 sind die nicht direkt. Wie soll ich sagen? Sie wissen davon gerade gar nichts. Ich könnte mich jetzt stellen, aber auch das werde ich nicht tun. Kriecher! Hast du wieder 5000 Draken? Ja. Nimm meinen Dolch. Was? Ah, weil er beschädigt ist. Okay. Auch dieses ganze Zeug will kein Mensch hier. Kann ich? Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, kann ich. Okay. Ja. Tränke. Sinnlose Tränke. Giftresistenz ist jetzt nicht wirklich etwas, das wertvoll wäre. Und bei sonstigem habe ich die Bücher. Bitte. Nein, er kauft keine Bücher. Warum kaufst du keine Bücher? Naja. Was ich eben gucken wollte. Ich ziehe mir mal den Gürtel an und den Ring. Wobei ich bessere Ringe habe. Alle nur Wirkung durch Benutzen. Und das Hemd. Und das Amulett. Amulett habe ich sowieso keins. Das da werde ich nie wieder brauchen. Sagt, was ihr braucht. Ja, kannst dir anziehen. Also endlich mal ein vernünftiges Hemd und so.